Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in Ronin. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll. Ich weiß, was ein Ronin ist, nämlich ein herrenloser Samurai. Aber was das jetzt, ob das damit was zu tun hat oder es geht vielleicht um was ganz anderes, werden wir gleich sehen. Ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich auf Steam habe. Ist aber kein Free-to-Play-Spiel, das habe ich mir irgendwann mal gekauft. Gucken wir mal. Es sind fünf. Der alte Mann ist der Erste. Er hat den Tod verdient. Aha. Von dem Schwert, das der Glatzkopf hält, würde ich sagen, wir haben tatsächlich wieder mit so einem Samurai zu tun. Okay. Ah, okay. Ah, mit rechten Maustaste kann ich den Bildschirm schon mal so scrollen. Ah, okay. Wieso Second Blood? Achso, weil, ach stimmt, da draußen lag ja schon einer, von dem ich die Klinge gezogen habe. Okay. Fällt mir, finde ich sau gut. Wie ich an den da oben komme, ist mir jetzt aber schleierhaft.
Ich hätte vorhin besser ganz erst ganz da oben gefahren, hätte den Wächter hier umgelegt und dann erst. Komme ich an den Dicken daran? Das ist alles abgeriegelt. Ja, okay, jetzt kommen wir noch mal genau hin. Irgendwie muss man noch an den dran kommen. Tja. Ach, vielleicht ist das der alte und ich muss erst... Okay.
Ist aber nicht abgeriegelt. Ist trotzdem zu. Und jetzt? Aber ich kann nicht durchspringen von hier oben. Oder? Vielleicht doch so. Ah! So nett. Ach nee, 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 das ist ja von oben vorne. Ah, okay. Okay. Irgendwie den Dicken müssen wir scheinbar nicht killen. Okay, also dann doch irgendwie. Ach so, stimmt, die Glasscheibe mehr kaputt gemacht. Gupp wie gesprungen. Ja, aber der hält sich da nicht dran. Oh wohl, halt, warte mal. Ah, das werde nicht. Warum? Einfach, wenn es auch kompliziert wird. Mhm, Fertigkeitpunkt. Cool. Das ist ja auch eine interessante Fähigkeit. Das ist natürlich auch noch besser, oder? Ja. Ja, jetzt bin ich da drin, aber die Tür ist doch zu. Ah, okay. Das fand ich geil. Das hat mir gefallen. Das ist ein Zivilist, den soll ich ja nicht töten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber der benachrichtigt doch irgendjemand, oder? Okay, und von mir aus. Toll. Typ, mal genauer betrachten. Der lebt doch noch, oder ne? Ah ne, der hat schon so weit oben runter geboxt, dass er auch tot ist. Okay. Shit. Ja, ist ja gut. Das hat was. Abgeriegelt im deine Mutter. Wurscht. Hat was. Hat seinen Reiz, das Spiel. Was jetzt los? Ach nee, das ist alles okay. Den oben habe ich nicht schlecht weggeboxt, aber das müssen wir anders machen, das geht so nicht.
Wir gehen mal erstmal hoch. Mal gucken, was wir finden. Okay, der scheint der alte Mann zu sein. Ah, okay. Wir haben einen richtigen Gegner. Abriegelung, Abriegelung, deine Mutter. Oh, jetzt hat sie aufgehängt. Hat die gehört. Alter! Was geht mit dem? Meine Herren! Dem haben sie aber was ins Müsli gemacht, oder? Ja, Alter, was soll ich denn da machen? Ey, jetzt... Frustrierend. Ja, toll, Ole. Ja, toll! Herrgott, Sakra, noch Mo! Erwische ich den Samurai auf Speed und dann kriege ich einen Kopfschuss. Ist ja richtig so. Anständig ist das jedenfalls nicht. Toll. Deine Mutter. Dumm, 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 dumm. Ich wette, die Lösung ist ganz einfach und ich sehe es wieder nicht. Der lebt hier immer noch. Es ist ja zum Mäusemelken.
toll. Leck mich doch am... Mit Ruhe und Geduld und... Leck mich doch! Komm ich an den Spacko denn oben? Okay, aber das hat... Ich kann die scheiß Tür nicht benutzen. Jetzt muss er nachladen. Jetzt. Jetzt habe ich ihn. Zack! Ich will nicht darunter springen. Hab dich! Jawoll! Freude! So, wie komme ich jetzt an den da? Ah, okay. Machen wir nicht lang. Jetzt machen wir kein großes Geschiss mehr. Ja? Gutes. Nein, nein, das ist ja moin. Sollen wir die hier unten noch umlegen, oder? Wenn wir schon da sind. Oh, das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Ach, was ist das? Auf der anderen Seite steht nirgendwo geschrieben, dass wir sie eigentlich killen sollen, oder? Scheinbar kommen wir aber nicht raus. Ohne sie zu killen. Thank you.
Jetzt habe ich zwei von den Saftsäcken an den Nüssen. Das ist doch nicht normal. Toll. Dieses Spiel ist extrem frustrierend. Ach, das ist doch zum Mäusemelken, ist das doch, da leckt mich doch ab. Ich hab die Faxen so dicke. Es ist unglaublich, wie frustrierend dieses Spiel ist. Es ist cool. Es ist herausfordernd. Aber es ist sauschweinemäßig frustrierend. Ich will nicht da runterspringen. Ich will da ein normales Fenster raus. Die Steuerung macht mich aber noch am meisten irre an dem Spiel. Das ist nicht unbedingt diese Samurai auf Speed. Es ist die Steuerung, die mich irre macht. Ich will überhaupt nicht gegen die kämpfen. Ich will doch nur raus aus dem scheiß Gebäude. Aber die scheiß Tür geht ja nicht auf. Da, bei ihnen geht's auf. Ja klar. Ich hab die Faxen dicke. Ich hab keinen Bock mehr.
Es ist so schweinemäßig frustrierend.
Wieso lebt denn der immer noch? Sag mal, verreck doch endlich mal! Sag mal, können die auch irgendwann mal sterben? Leck mich doch am Sack, ey. Sorry, das muss jetzt raus. Alter Schwede, mein lieber Gesangsverein. Dear Mr. Singing Club. Das war bitter. Das war das was denn, Level? Noch eins am Anfang? Meine Anne. So, wie auch immer. Mein Nerve, mein Troppe, mein Pilsche. Ist ja nicht auszuhalle. Also noch ein Level spiele ich von dem Spiel erstmal nicht heute Abend. Da krieg ich heute Herz, Kasper. Also das ist auf jeden Fall Ronin. Sehr geiles Game. Definitiv Daumen hoch. Ja, ganz einfache Grafik. Aber brutal heftig vom... Also gut, es kann sein, dass ich mich einfach saudämlich angestellt habe und einfach ein totaler Kacknoob bin. Ja, brauchen wir nicht diskutieren, kann durchaus sein. Stelle ich in Betracht, ja, zur Diskussion. Aber es war trotzdem... Mein lieber Schwede, jetzt, da habe ich aber mal über die Tischplatte angeknabbert. Cool, das macht Spaß. Also, ja, klar, es ist paradox, weil es frustriert wie Sau. Aber es lässt einen nicht los. Man sagt, also ich habe das gerade nicht, ich habe das nicht einsehen wollen. Ich hab echt keine Böcke mehr hier, das hat so gefrustet. Aber ich wollte auch nicht aufgeben. Ich habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein hier, das muss doch zu schaffen sein. Und das ist natürlich dann gut, weil das zeigt ein gutes Spiel aus, dass es zwar knackig ist, dass es den Spieler nichts schenkt oder wenig schenkt, aber ihn herausfordert, sodass der Spieler nicht einfach sagt, ja komm, scheiß drauf, blödes Spiel, spiel ich halt was anderes, sondern eben sagt so, ne, jetzt erst recht. Ja, und das macht ein gutes Spiel irgendwo auch raus. Also, geil, ja, gefällt mir. Also, ganz ehrlich, ich könnte jetzt heute Abend nicht noch ein Level spielen. Da würde ich, glaube ich, wahrscheinlich früher oder später den Monitor zum Fenster raus. Aber cool, ja? Wirklich knackig. Und das, obwohl es wirklich eigentlich ganz einfach konstruiert ist, einfach von der Grafik ist, so gut wie keine Story hat. Offensichtlich sind wir halt wirklich ein herrenloser Samurai. Wir rächen unseren Herrn und töten halt irgendwie so eine Sippe. Löschen wir quasi aus. Familienoberhaupt haben wir wohl gerade erledigt. Ja. Also, das interpretiere ich da jetzt mal rein. Wirklich gesagt bekommen, aber da war nichts. Aber schön. Das ist mal wieder so ein Perlchen. Ja? Wenn man so durch Steam marschiert und Spiel für Spiel sind Faktor Games Archiv holt und da das eine oder andere Spiel vor sich sieht und denkt so, boah, ja, okay, lass uns das ins Archiv holen und dann Stempel drauf und weiter. Und dann kommt mal wieder hier so ein Titel, wo man sich, wo man, also gut, wie gesagt, ich habe hier übelst Abdrücke, Zahnabdrücke in der Tischplatte, aber es war trotzdem, ja. Also dann, ich toggle trotzdem jetzt erstmal weiter ins nächste Spiel. Wir können uns gerne hier wiedersehen, wenn mein Nerv sich beruhigt habe und die Troppe wirke. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.